Hi, jetzt bin ich hier reingekommen. Ich habe mir noch nichts angesehen. Das wird jetzt eine Überraschung werden. Ich bin eine Woche lang weg gewesen. Jetzt gucken wir mal eben, was hier alles passiert ist. In erster Linie fiel mir natürlich direkt auf, dass er jetzt hier mit den Wänden komplett fertig ist. Diverse Möbel stehen auch jetzt erstmal hier vorübergehend, obwohl das in der Form. Ach genau, die Küchenmöbel. Da waren die Küchenbauer wieder da, hat meine Schwester geschrieben. Und die haben wieder eine falsche Schranktür geliefert. Die wollten ja alles komplett einmal neu machen, damit es maßhaltigmäßig passt. Die Schranktür dann richtig aufgeht von der Seite und im Grunde die ganze Schrankseite neu machen, weil die beanstandet wurde. Ich schaue mal erstmal hier im Badezimmer. Alles beim Alten. Okay. Wände hat auch schon schön trocken. Das heißt, hier kann ich die Steckdose einbauen. Hier ist tatsächlich auch für ein Fingerprint die 230 Volt Leitung drinne. Einfach durchgeschliffen. Dann habe ich mir hier die Vagus freigelassen für LNP, für die Steckdose. Und der Trafo, der ist entsprechend in der Tür eingebaut. Das ist richtig gut. Bräuchten wir keinen Unterputztrafo oder vom Sicherungskasten hätten wir sonst auch da die Spannung entsprechend so gemacht, wie die Tür es haben wollte und dann dort auf eine Steckdose verzichtet. Einfach nur durchverbinden und dann eine Blindabdeckung drauf machen und dann ist gut. Hier werde ich die ganzen Taster und hier ist auch der KNX. Hier habe ich ja durchgeschliffen für die Weiland, weil wir die ja im Flur haben, im Wohnzimmer haben wollen, die Steuerung. Aber hier habe ich Twisted Pair noch für die Busankopplung kommend und gehend. Da kommt dann der KNX-Taster für das Fenster hin. Werde ich auch die Programmierung, die habe ich ja schon fertig geschrieben. Muss ich gucken, ob ich das mit der IP-Interface-Stelle und so weiter dahin machen kann. Da kommt noch Bewegungsmelder und Steckdose. Da werde ich die ganzen Sachen jetzt fertig machen können und hier auch. Wie sieht es hier im Gästezimmer in erster Linie aus? Auch alles voll mit Möbel gestellt. Hier ist so ein KNX-Taster, obwohl den muss ich. Das ist keiner. Hier ist einer. Den muss ich aber. Hier ist die Programmiertaste. Die Schraube da. Ah, nee. Doch, die Schraube vermutlich da zum Reindrücken. Muss ich mir mal angucken. Aber hier muss ich ein Zweifachwippen hinmachen. Das habe ich jetzt falsch gemacht. Aber egal, den baue ich aus und mache die KNX-Kontakte einen anderen Taster ran, weil hier haben wir zwei Fenster, die separat mit linke und rechte Wippe geschaltet werden sollen. Da hatte ich nicht aufgepasst. So, Wohnzimmer hat er jetzt angefangen, den Boden zu verlegen. Das ist schon mal ganz gut. Hier müssen wir dann entsprechend auch nur an die Taster ran. Hier ist auch dann Programmierknopf. Gehe ich mal von aus, dass es die Schraube am Ende ist. Und hier linkes Fenster, rechtes Fenster und hier Wohnzimmer 1, Wohnzimmer 2, hoch runter. Und jetzt die Küche. Hat er erstmal hier ausgelegt. Da kommt das Schranktüren wurden hier ausgebaut. Und hier sind sie dann nicht ganz fertig geworden. Hier ist tatsächlich jetzt so, das ist einmal breiter geworden. Kühlschranktür. Ja, ist schon besser. Da war nicht ganz ran, aber der meinte irgendwie. Ja, aber Kühlschrank ist dicht, prinzipiell. Backofen, Strom ist an. Ja, die Schrauben haben sie danach noch mal reingemacht. Nicht so schön, aber. Sollte ja fest sein. Wirkt erstmal so. Ich schalte ihn mal aus. Genau. Jetzt zeige ich dann nur die Uhrzeit an und die Sachen hier leuchten nicht mehr. Und dann, was ist hier noch? Genau, das ist ja schon alles an. Die Spannungsversorgung, dreifach, nee, Sechsfachaktor und der 24-Fachaktor, wo die Rollos drauf sind. Hier das IP-Interface. Ich muss noch eine Netzwerkleitung legen vom IP-Interface
einmal Netzwerkschrank auf eine Buchse, damit ich so drauf zugreifen kann über eine normale Netzwerkdose und mich dann da nicht anschließen. Deswegen habe ich zum Beispiel hier auch eine Netzwerkdose hingemacht. Urlaubsschaltung lassen wir erstmal außen vor. Und dann ist in Ordnung. Hier sind noch Sachen von den Küchenbauern drin. Das Teil kommt dann ins Wohnzimmer. Da ist die Busleitung, die noch angeklemmt werden muss, dann am Ende mit Gelb-Weiß, weil ich die zum Sicherungskasten geführt habe und dadurch verbunden mit Erdgeschoss KNX-Bus. Und dann geht es dann Badezimmer, Flur, Gästezimmer und so weiter und so fort, bis es im Wohnzimmer angekommen ist. An der Stelle. Aber mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Hier hat er da jetzt angefangen, das so zu verlegen. Längs ist ganz gut, wenn man reinkommt. Dann ist das Raumgefühl besser. Und hier sind auch die Adernpaare für das Weiland-Display, was dann hier angebracht wird an der Wand. Okay, aber die Küchenbauer sind scheinbar nicht fertig geworden. Aber was mich noch interessiert mit dem Boden zum Beispiel, da hat der ja, die haben die Leisten doch jetzt schon dahin gemacht einmal. Hier ist noch ein bisschen Dreck, was man rausmachen kann. Aber gut, dann hat das gepasst auch mit dem Boden. Hier sind auch die Leisten einmal komplett zu. Und hier fangen sie auch schon an zuzumachen. Na gut, dann müssen die Türen noch eingebaut werden. Und die Späne. Jetzt haben sie hier die Leitung hingemacht, die Reserveleitung. Weil wir ja keine Mikrowelle haben, aber jetzt die Möglichkeit hätten, hier eine Mikrowelle reinstellen zu können. Und da haben wir jetzt kein Loch, das ist gut. Ja. Sieht erstmal okay aus. Schau ich nach oben, das Ding ist oben. Hat er ja auch weitergemacht. Hier habe ich die Steckdose, Netzwerkdose schon fertig gemacht, da auch. Muss ich dann ein bisschen freiräumen, dass ich dann hier rankomme. Hier haben wir auch die Zentralschaltung. Da unten mit der KNX-Leitung für linke WP-Erdgeschoss, rechte WP-Obergeschoss, Zentralschaltung, alle raus. Auch schon so im Programm drin. Und hier ist jetzt auch alles trocken geworden, die ganzen Wände. Heißt, ich muss hier auch noch Schalter, Steckdosen, Netzwerkdose und ein KNX-Taster haben, weil hier noch für Erdgeschoss und Obergeschoss. Und die im Badezimmer unten und oben werde ich auch schon mal ranmachen an der Busleitung und danach wieder abmachen, einfach nur um die Funktion zu testen und damit der Bus durchverbunden ist. Weil du kannst ja jede Komponente an Busgeräten abklemmen und trotzdem wird das Twisted Pair zum nächsten Gerät weitergeschliffen über die Klemme. Genau. Und ja, nee. Sonst ist gut. Dann kann ich auch, wenn das funktioniert, die Wippe wieder drauf machen. Hier liegt ja schon Busspannung an. Runter, hoch. Und dann leuchtet die LED entsprechend. Und dann ist okay. Hab auch die guten Wippen mit, weil hoch, weil runter. Und dann kann ich Rahmen und Wippen drauf machen, wenn das alles hier funktioniert. Ja, ist echt gut geworden. Die Wände, dass sie jetzt in der Form schön trocken sind. Muss ich jetzt demnächst dann machen. Die Fertigmontage hier weiter in Flur unten, Flur oben. Und dann, wenn das durch ist mit den ganzen Tastern, dann mache ich mich ans Projekt, mein Laptop da ans IP-Interface anzubinden und gucken, dass es funktioniert, nachdem ich die Gruppen, physikalischen Adressen und das Applikationsprogramm auf die Geräte draufgeladen habe. So, dann habe ich mich jetzt ein bisschen vorbereitet. Laptop fürs nächste Hausbau-Update. Erstmal werde ich mich um die Fertigmontage der Flure kümmern, wobei ich tatsächlich hier an der Stelle gar nicht rankomme. Müssten die Möbel weggestellt werden, aber hier ist nur Kontrollschalter, Badezimmer und dann Taster für die Flurbeleuchtung. Den hier werde ich übergangsweise einbauen. Hier hatte ich ja die KNX-Leitung und hier die gelb-weißen durchverbunden. Einmal nur anstöpseln, um dann hoch und runter zu fahren. Einmal das Rollo können wir uns angucken, danach nehme ich den wieder ab und dann ist okay, können sie auf jeden Fall die Fliesen fertig machen. Da komme ich auf jeden Fall ran, da haben wir noch den KNX-Taster gelb-weiß durchverbunden. Und so weiter und so fort. In dem Raum hier den Taster einmal abändern, einen Doppeltaster mit Stellung und dann ist auch in Ordnung. Und hier komme ich auf jeden Fall gut ran, das mache ich einmal fertig. In der Küche hat da tatsächlich oben auch schon die Umrisse jetzt hingemalt.
weil das hier mäßig abgehangen wird, dann um die beiden Beleuchtungskreise hier in der Konstruktion drin zu haben und doch die Dunstabzugshaube. Deswegen einfach mal die Maße 1,80 Meter hat er hingeschrieben und da hat er 1,15 Meter, wenn ich das richtig lese. Was steht hier? 1,42,5 Meter. Naja gut, 90 Grad Winkel. Deswegen hier wird dann doch die Decke einmal fertig gemacht und dann ist das auch gut. Und oben werde ich auch in erster Linie einmal fertig machen. Und oben fange ich auch tatsächlich an, weil da ist alles komplett frei. Mache ich mir einmal mit euch gemeinsam einen Überblick. Habe ich gesagt, ich habe keinen Bewegungsmelder da? Habe ich doch schon bestellt. Das sind die Thermostatschalter. Ich bin nämlich tatsächlich gerade dabei, die ganzen Sachen einmal auszupacken und bereitzulegen. Deswegen muss ich noch einen Schalteinsatz haben. Das ist aber auf jeden Fall die Abdeckung, welche darauf kommt. In dem Zweifachrahmen dann in dem Fall. Aber Einsätze habe ich auch da. Diesen Schalteinsatz. Ist hier noch irgendwas Wichtiges drin? Oh, hier ist noch was. Ja, Bereichsausblendungen oder so brauchen wir auf jeden Fall nicht. Aber lasse ich erstmal da so liegen. Sonst wäre es das. Müll packe ich immer dahin erstmal und so lege ich mir erstmal fest, was ich wo wie benötige. Das Ding ist, hier bin ich jetzt mit der Zuleitung 5-adrig hingekommen. Das wird eine, wie nennt man das? Treppenhausschaltung. Antasten, da bleibt es eine Zeit lang an. Müssen wir auch noch eine Lampe besorgen, aber von insgesamt 2, 3, 4 Taststellungen, also Schaltpositionen aus. Naja, wie auch immer, hier bin ich mit der Zuleitung hingekommen, dass dann die Weiterleitung zum nächsten Taster. Schwarz ist mein Lampendraht, grau der getastete, braun Dauerphase, blau Neutralleiter, grün gelb Schutzleiter. Dann muss ich eine Brücke runter machen zu der Steckdose. Dann geht es hier weiter zu einer weiteren Steckdose. Also von oben kommt die Leitung. Und dann geht sie hier weiter zu dieser Steckdose, wo ich dann auch eine Brücke reinmache. Und dann geht es hier zu diesem Taster. Auch kommend, gehend, genau das gleiche. Weiter zu dem Taster. Hier unten hatte ich noch für die Steckdosen eine Leitung reingemacht. Dann die Weiterleitung, hier Netzwerkdose. Hier ist noch ein Leerrohr, aber die ist blind. Zum Sicherungskasten gibt es Leerrohr, kann man im Nachgang hinziehen, was immer man möchte. Und dann ist hier der letzte Taster. Und hier die Lampenleitung. Über die schwarze wird es dann verbunden, die braune Ader zur Lampe bei mir. Thermostatschalter, Urlaubsschaltung und hier noch eine Steckdose, die letzte Steckdose, welche prinzipiell von da hier rüber gelegt wurde. Und ja, deswegen noch diese Doppelwippe hier in dem Fall fürs Rollo. Einfach Wippe für den Taster, dann noch Steckdose und Thermostatschalter. Und hier habe ich auch schon bereitgelegt, hier brauche ich für den Lichtschalter oder Taster in dem Fall einmal die Sache und hier für den Taster auch noch das mit den Fallsymbolen plus ein Dreifachrahmen lege ich gleich aus. Hier habe ich das mit dem Jalousie, hier habe ich die Tasterwippe und dann kommt noch ein Dreifachrahmen und dann ist okay. Ich breite mich ja jetzt erstmal hier aus und dann ist gut. Nur damit ihr das in der Form schon mal gesehen habt. Genauso auch hier in den Kinderzimmern, wo ich dann noch eine Wippe und Rollo benötige und das kommt dann hier hin und dann ist in Ordnung. Ja, hier leuchtet es natürlich nicht, weil die Verbindung aktuell noch hier fehlt vom Hauswirtschaftsraum, vom Sicherungskasten ging die Busleitung hier rein und dann hier hin und dann weiter zum Badezimmer und dann wird es erst hier in die Räume hingeschliffen. Jetzt konnte ich mir tatsächlich mal ein Bild machen hier von dem KNX-Taster, jetzt wo ich hier bin. Dachte erstmal, okay, der Programmierknopf wäre die Schraube, auf dem Bild ist ein Pfeil hier irgendwo oben drauf. Das ist jetzt der KNX-Taster, plus minus habe ich schon mal so in der Form da reingemacht. Aber tatsächlich befindet sich der Programmierknopf hier, schaut mal, mit einem Schraubendreher, gehst du hier rein,
Wie kann ich das am besten jetzt zeigen? Hier von der Perspektive. Da merkt man so den Druckpunkt. Das ist der Programmierknopf, den hätten sie erheben können irgendwie oder farblich kennzeichnen können. Das sieht man augenscheinlich so gar nicht, dass das ein Knopf ist. Aber ist tatsächlich einer. So ist gut. Und den kann ich dann hier einbauen und im Nachgang dann die Programmiertaste drücken. So, und hier haben wir jetzt auch links hoch, runter, rechts, ja, runter und hoch. Also hoch, runter, passt. So, dann lege ich mir einmal den Rahmen und die Witten, die ich dann für oben benötige, nachdem das einprogrammiert ist, lege ich mir erstmal beiseite. Aber die Steckdose kann ich auf jeden Fall easy einmal machen.
So, jetzt bin ich soweit durch. Das ist auch richtig genial, wenn man dann aussortiert und das alles mäßig komprimiert, dann hat man auf jeden Fall mehr Platz. Den habe ich gerade eben angewendet, den habe ich jetzt im Badezimmer übrigens eingebaut, dass der den ich gleich noch in Gästezimmer mit reinmache.
Und dann habe ich hier noch einen in Mittenstellung, Taster zweifach. Auch nochmal. Naja, wie auch immer, allen Waage hier hingemacht. So haben wir jetzt hier einen Taster. Da kann ich noch einen Spot gegebenenfalls einbauen, da kann man das auch sehen. Und hat hier übrigens Licht. Die Steckdose jetzt auch gemacht. Hier ist jetzt auch alles in Ordnung. Blindabdeckung habe ich gerade keine, aber das mache ich dann im Nachgang noch. Einfach liegt schon mal da, dann ist in Ordnung. Hier auch der Taster. Und hier dann, wenn die Abdeckung drauf ist. Hier hatten wir ja prinzipiell schon die Spannungsversorgung. Jetzt habe ich die entsprechend auch hier, das haben wir auch schon gesehen, für die linke Wippe und für die rechte Wippe. Jetzt habe ich den in Mittenstellung auch schon mal übergangsweise hier einfach angeschlossen im Badezimmer. Naja, mit rot-schwarz, so wie das halt sein muss. Na, lappen sich hier über. So in der Form kann man das eindeutiger erkennen. Naja, somit ist das hier jetzt auch Einbauposition in der Form. Hier runter, hier hoch, funktioniert auch. Und so wird die Spannung entsprechend auch weitergeleitet. Jetzt hier im Kinderzimmer runter und hoch. Dann haben wir dasselbe entsprechend auch hier natürlich. Zack, zack. Und ganz hinten ist auch parallel einmal die Spannung hier hinten. So, den mache ich mal an der Stellung, aber jetzt ist es Licht an. Dann mache ich den einmal so und dann ist es in Ordnung. Genau, das passt wunderbar. Den in Mittenstellung baue ich aus. Dann kann ich den dort einbauen, für dieses Fenster. Da kommt dann der Zweifach im Gästezimmer hin. Das passt dann soweit für die beiden Fenster separat. Und dann habe ich noch ein Zweifach, welchen ich da einbauen werde für die zentrale Schaltung. Und jetzt werde ich einmal Flurobergeschoss schon mal einschalten. Habe da jetzt auch einen Spot installiert, kann man da mal gucken. Ich weiß gar nicht, auf welche Zeit ich gestellt habe, wie lange die Lampe jetzt aktuell anbleibt. Aber das könnte man prinzipiell auch einmal schauen. Da hatten wir Zeitschalt, hier haben wir Flurobergeschoss, siehst du? Und der würde jetzt 2 Minuten anbleiben und dann ausschalten. Das wäre dann Untergeschossflur. Jetzt haben wir hier Obergeschoss. Okay, knallt schon mal nichts. FI bleibt auch drin. Ne? Aber ist ja auch kein Gerät oder sonstiges angeschlossen. Aber gut, hätte auch ein Verdrahtungsfehler sein können, der jetzt einen Fehler hervorruft. Ist aber in dem Fall jetzt nicht so. Dann betätige ich mal einen x-beliebigen Taster. Beispielsweise einfach den hier vorne direkt. Und dann müsste die Lampe da oben 2 Minuten leuchten. Hat kurz geleuchtet. Okay. Sofern ich loslasse, geht's wieder aus. Dann ist der nicht richtig eingestellt. Hier ist auch der Taster. Genau das gleiche, solange ich gedrückt halte, bleibt das Licht an. Aber schon mal Tasterkontrolle, okay. Dann gehe ich gleich nochmal runter und drehe da mit dem Schraubendreher. Weil das wäre nicht Sinn der Sache vom Flurobergeschossrelais jetzt in der Form. Dann nehme ich einmal einen Schraubendreher und stellen wir das einmal kurz ein. TITP on. On ist, dass er dann anbleibt, glaube ich. So war der voreingestellt. Oder ist das, der bleibt an für 0,5 Sekunden und ich muss den hochmachen auf diese 2 Minuten und bis 4 Stunden geht's. Ich lasse ihn mal auf TI. Ich taste mal nochmal, so muss ich mir mal kurz im Internet die Bedienungsanleitung angucken von El Taco. So, einmal tasten.
Nee, immer noch nicht. 1, 2, 3. So, hab's hinbekommen. Jetzt leuchtet die Lampe dauerhaft nach einem Tastbefehl. Dachte auch erstmal, ich hätte da eventuell die Adern vertauscht, grau und schwarz. Und dann immer, wenn ich L drücke, schalte ich direkt zur Lampe durch. So ist es aber nicht gewesen. Der war tatsächlich übers Relais angesteuert. Prinzipiell hat man auch gemerkt, wenn ich das Relais auf Dauer on schalte, dann ist er Dauer on. Wenn ich auf Dauer off schalte, ist er Dauer off. Und auch TI ist Taktimpulsgeber irgendwie. Bei der Einstellung tastet man und geht wieder aus, wenn man loslässt. Deswegen ein paar Einstellungen angesehen und so weiter. Das mit der Zeit entsprechend auch jetzt verstanden. Das ist nämlich ein Multiplikator. Und man muss sich das so, hier sieht man jetzt auch, dass der auf RV-Rückfallverzögernd eingestellt ist, so dass es jetzt läuft. Und das hier ist die Zeit, die habe ich jetzt auf 2 Minuten gestellt. Und das hier ist TX, der Multiplikator. Jetzt ist er ausgegangen nach 2 Minuten. Bedeutet, du könntest auf 4 Stunden stellen. Mal 10 hast du 40 Stunden Leuchtdauer. Ich könnte auch auf 1 Minute den machen. Multiplikator mal 2 wären auch 2 Minuten. Aber ich lasse das so. Und damit ich bei denen Erdgeschoss nicht die Probleme habe, werde ich die auch direkt mal auf rückfallverzögernd einstellen. Und von der Zeit her nicht Sekunden, sondern wirklich auf, auch auf 2 Minuten gehe ich mal drauf. Den auch direkt auf 2 Minuten und den Multiplikator auf 1. Dann sind die alle auf gleiche Einstellung eingestellt. Kann ich jetzt auch noch mal demonstrieren. Aber so läuft es jetzt. Ich nehme mal jetzt einen anderen Taster. Aber die gehen alle und schalten jetzt nach 2 Minuten aus. Der Bewegungsmelder wird dann separat sein, aber ob der aktiv ist plus Taster-Relais ist dann egal, weil es über die gleiche Phase läuft im Erdgeschoss für die Eingangsbeleuchtung. Und ja, nehmen wir einfach mal den in der Mitte zum Beispiel. Zack, einmal getastet. Und schon leuchtet die Lampe jetzt für 2 Minuten. So soll es sein. Relais ist auf jeden Fall intakt. Jo, und hier der letzte Taster. Wenn der geht, dann gehen auf jeden Fall alle. Zack. Funktioniert. Genau. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Jetzt habe ich doch erstmal keine Lust, da im Flur Untergeschoss die Fertigmontage zu machen. Das mache ich entsprechend erst dann, wenn die ganzen Möbel von der Küche weggeräumt wurden und ich mehr Platz habe. Ich werde jetzt die KNX-Taster noch da einbauen, wo die sind, und dann werde ich das im nächsten Video mit der Programmierung Aufspielung machen. Hoffentlich klappt das. Und wenn ich dann im Badezimmer die Taster ausbaue, dann werde ich sie mir mit Badezimmer Obergeschoss, Badezimmer Untergeschoss beschriften, damit ich die am Ende wieder an der Programmierschnittstelle bzw. an der Adresse ranmache, wo die auch damals gewesen sind. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!